Ja, Leute, willkommen zu Teil 4 meiner neuen kontroversen Filmereihe. Schön, dass ihr natürlich wieder mit dabei seid. Es freut mich sehr, euch diesen Teil hier wieder präsentieren zu können. Und wir machen auch gleich weiter mit dem nächsten Titel. Mit einem etwas berühmteren Film fangen wir natürlich an, wie üblich. Ja, was heißt berühmter? Zumindest in Insiderkreisen dürfte ihn so gut wie jeder kennen. Und zwar ist es Melancholie der Engel von Skandalregisseur Marian Dora aus dem Jahre 2009. Ja, ein sehr, sehr umstrittenes Werk. Wen wundert's, der Regisseur hat eigentlich nur umstrittene Werke herausgebracht bis jetzt. Hier unten steht auch schon der kontroverseste Film aller Zeiten. Ob das jetzt wirklich so ist, sei mal dahingestellt. Ich glaube es persönlich nicht. Ja, also da gibt's bekanntere Vertreter und auch umstrittenere Vertreter. Nichtsdestotrotz ist das Ganze hier thematisch und visuell natürlich schon sehr, sehr grenzwertig teilweise. Ne? Ja, worum geht es in Melancholie der Engel? Das ist ganz kurz erklärt. Es geht um zwei Männer, die sich lange nicht gesehen haben, zwei Freunde. Sie treffen sich, sie fahren in eine etwas abgelegenere Hütte und geben sich dort ihren perversen Gelüsten hin, zusammen mit ein paar anderen Personen, die noch hinzustoßen. Und ja, das Ganze eskaliert halt immer weiter und mehr kann man eigentlich jetzt storymäßig auch nicht zu dem Film sagen. Mehr gibt der Film jetzt in diesem Bezug nicht her, muss man wirklich sagen. Allerdings tut das dem Film so keinen Abbruch, denn er ist wirklich interessant und andersartig umgesetzt. Ja, also vor allem natürlich mit den typischen Trademarks des Regisseurs, sehr nahe Close-ups von den Gesichtern. Hat er sich vielleicht ein bisschen am 80er-Jahre-Kino orientiert und natürlich die ausufernde Gewalt und Perversion, die man hier auch zu sehen bekommt. Ja, diese Edition hier ist von Schock Entertainment herausgebracht worden. Es gibt auch ein Mediabook von XT Video und ja, mir persönlich reicht diese Edition hier. Vor allem ist das Cover der XT-Version ziemlich schlecht und diese beiden Cover hier auf dem Schuber und auf der Emerald sind ziemlich geil. Das bringt wirklich so diese depressive Atmosphäre und den Nihilismus, die Misanthropie dieses Films wirklich sehr gut rüber. Hier in der Edition sind ein paar Karten enthalten gewesen, welche Informationen zum Film und zum Regisseur beinhalten. Eine sehr, sehr interessante Geschichte, die man sich auch durchlesen sollte, wenn man sich für die ganze Thematik interessiert. Ja, das hier ist der Labelprint der Disc, hat auch eine saftige Laufzeit, der Film von 159 Minuten. Also da muss man wirklich auch Sitzfleisch mitbringen und Bereitschaft, sich auf den Film einzulassen. Ja, schauspielerisch ist das Ganze nicht sehr gut. Ja, es ist auf Amateurniveau, kann man sagen. Wobei der Hauptdarsteller Carsten Frank, welcher berühmt-berüchtigt ist für die Marian Dora-Filme, schon einen relativ guten Job macht, muss man sagen. Und ja, ansonsten muss man dem Film halt auch ein paar Vorwürfe machen, wie zum Beispiel der Tiersnaff, der vorkommt. Ja, eine Katze wird nicht sehr gut behandelt oder auch diverse Eidechsen und so weiter. Ja, also ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen. Tiersnaff-mäßig ist hier schon einiges zu begutachten, was ich natürlich nicht gutheißen kann. Das Ganze soll vermutlich so ein bisschen die Abartigkeit der Menschheit porträtieren und das war vermutlich auch so ein bisschen die Intention des Regisseurs. Ja, es kommen auch ein paar metaphorische Sachen vor, natürlich wie zum Beispiel das Koten auf eine Vagina. Ja? Das kann man vielleicht so ein bisschen als Verspottung des Geschlechtsaktes bzw. der Fortpflanzung deuten. Ja, oder es gibt auch noch ein paar andere Sachen in diese Richtung. Was auch noch recht interessant und gut war, war die Musikuntermalung und auch ein paar philosophische Monologe, die gehalten wurden. Also das war schon relativ gut umgesetzt. Aber ansonsten ist es schon ein zähes Stück Film, was einem hier wirklich präsentiert wird. Hinten auf dem Schuber wird auch ein bisschen so als Referenz Schodorowsky, Pasolini und Diodato erwähnt, was ich wirklich nicht bestätigen kann. Also diese großen Namen hier in einem Satz zu nennen mit Marian Dora, finde ich doch ein bisschen weit hergeholt. Ja, es ist ein
wirklich sehr, sehr krasses Filmchen, was man sich mal ansehen sollte, wenn man sich für die kontroversen Filme interessiert. Ja, dann ist man hier definitiv auch gut beraten, aber man muss schon wissen, worauf man sich hier einlässt. Ja, gewalttechnisch und von der Thematik her wird hier schon sehr tief in die Provokationskiste reingegriffen. Ja. Exploitation, aber in einem ansprechenden Arthouse-Stil, kann man sagen. So, dann kommen wir als nächstes zu einem Urgestein des Torture-Porn-Genres, denn wie viele von euch hoffentlich wissen, hat Hostel nicht den Grundstein für dieses Subgenre gelegt. Das haben Filme schon viel früher erledigt, unter anderem eben Guinea Pig aus den 80ern oder eben auch Tokugawa Joy of Torture 2 aus dem Jahre 1976 von Regisseur Yuji Makiguchi. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ja, der Film ist auch besser bekannt unter dem Namen Ochsensplit Torturing. Ein sehr, sehr treffender Titel, der eben auch ein bisschen Bezug nimmt auf die Szene, die man hier auf dem Cover sieht, in welcher ja eine Frau auf ein Brett geschnallt wird. An den Händen und Füßen werden Ochsen befestigt. Diese laufen in die verschiedenen Himmelsrichtungen weg und die Frau wird dann eben zerteilt. Ja, effektemäßig extrem gut umgesetzt für die Zeit. Also da können sich andere Filme aus dieser Zeit wirklich eine Scheibe abschneiden, meiner Meinung nach. Und wirklich Hut ab an die Effekteabteilung hier. Allgemein ist es ein sehr, sehr zeigefreudiger Film. Also für Freunde von Filmen, die gerne Effekte sehen wollen, die sind hier wirklich gut beraten. Allerdings ist das Ganze schon sehr, sehr hart anzusehen, da das eben wirklich mit einem Sadismus präsentiert wird, wie man ihn selten sieht in einem Film. Ja. Das Ganze ist, wie man sich denken kann, ungeprüft, hier in einer Mediabook-Auflage von Shock Entertainment. Ja, ich zeige euch mal das Package. Ja, hier ist ein Booklet enthalten, wo man auch so ein bisschen einen Eindruck vom Film bekommt, wo schon ein bisschen was an Szenen angeteasert wird. Und ja, also schon harter Tobak. Hier ist noch ein bisschen was Alternativ-Artwork-mäßig, ja. Und Shoguns Sadism ist auch so ein Alternativtitel des Films, was auch sehr passender Titel ist, muss ich sagen. Ja, der Film ist grob unterteilt in zwei Kapitel, soweit ich mich noch erinnern kann. Wobei die erste hier wirklich sämtlichen Rahmen an Grausamkeiten sprengt, meiner Meinung nach. Also sowas sieht man selten, wie man es in diesem Film hier sieht. Hier wird mit einer dermaßenen Freude das Quälen zelebriert und es wird eben auch so ein bisschen die Herrschaft eines Monarchen so behandelt aus der damaligen Dynastie, welcher eben so diese Freude an dem Ganzen hat. Ja. Und ja, nur um ein paar Ausschnitte aus dem Film euch mal zu nennen. Also was so vorkommt an Effekten, es wird ein Fuß zu Brei geschlagen mit einem Hammer, dass nur noch so eine blutige Masse übrig bleibt. Es wird verstümmelt, es wird verbrannt, es wird enthauptet, es wird vergewaltigt. Also hier wird wirklich nichts ausgelassen. Es ist schon ein sehr, sehr krasses Film hier, muss man sagen. Also vergesst Hostel wirklich jetzt hier vom Torture-Grad her. Ja, also das hier ist schon nochmal was ganz anderes. Ja, und für diese Zeit, man kann verstehen, dass dieser Film immer wieder Opfer von Zensur, von Verboten, von Indizierungen wurde. Denn ist schon wirklich hartes Holz hier. Sollte man aber aus filmhistorischer Sicht auf jeden Fall mal gesehen haben und wenn man sich für eben diese Thematik interessiert, auf jeden Fall sowieso. So, Leute, jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsfilm. Ja, viele werden jetzt schon wissen, was kommt. Und ich muss wirklich aufpassen, dass ich hier nicht zu stark abschweife. Antichrist aus dem Jahre 2009 von Regisseur Lars von Trier. Ja, Lars von Trier ist ja an und für sich schon eine sehr umstrittene Persönlichkeit, ein sehr umstrittener Regisseur, welcher aufgrund einiger diverser Aussagen und Verhaltensweisen
ja, provoziert hat schon. Und ich persönlich muss sagen, ich finde ihn eigentlich recht sympathisch, muss ich gestehen. Und das hier ist für mich wirklich sein absolut bestes Werk. Und es ist unbeschreiblich, was dieser Film in mir ausgelöst hat und welche Achterbahnfahrt an Gefühlen ich durchlaufen habe, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Mittlerweile habe ich ihn schon an die 50 Mal gesehen, muss ich sagen. Und ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, ja. Und Lars von Trier litt eben auch sehr stark unter Depressionen bei der Produktion dieses Films, was man dem Film auch anmerkt, aufgrund seiner Bildsprache, seiner Bildästhetik, seiner entschleunigten Art, ja, also wirklich sehr, sehr ästhetische Bilder, die einem hier teilweise präsentiert werden. Und ja, er musste teilweise auch die Regie abgeben, weil er einfach zu stark gezittert hat und so, ja, also das ist wirklich schon krass, wie es ihm hier gegangen hat, ja. Ich persönlich bin auch der festen Überzeugung, dass man diesen Film hier um einiges besser verstehen und fühlen kann, wenn man selbst unter Depressionen leidet. Ja. Ich bin da auch kein unbeschriebenes Blatt, was das angeht, deswegen hat der Film vielleicht so eine kolossale Wirkung auf mich gehabt. Ja, das ist halt wieder so ein typischer Film, den man nicht nur sehen, sondern eben auch fühlen muss. Ja, das sage ich immer wieder Leuten, denen ich solche Filme ja ans Herz lege. Schaut die Filme nicht nur, versucht zwischen den Zeilen zu lesen. Ja, in dem Film geht es storymäßig um eine Frau und einen Mann, ein Pärchen, welches Sex hat und eben nicht merkt, wie ihr ja 2 bis 3 Jahre alter Sohn auf das Fensterbrett nach oben steigt und eben aus einem geöffneten Fenster fällt. Und ja, sie wohnen nicht gerade im ersten Stock und deswegen überlebt es das Kind nicht. Und ja, sie versuchen dann eben mit der Trauer über den Verlust fertig zu werden, beziehungsweise die Frau fällt in tiefe Depressionen und ja, der Mann versucht eben seine Frau dann zu therapieren, da er eben selbst Psychotherapeut ist. Und das ist natürlich immer ein Schuss in den Ofen, wenn man Familienangehörige oder einfach Freunde therapieren will als Psychotherapeut. Das kann einem jeder Fachmann hier sagen, ja, dass das keine gute Idee ist, wenn man einen persönlichen Bezug hat zu seinem Patienten. Aber sie versuchen es eben doch und fahren dann in eine abgelegene Waldhütte, um eben sich der Trauer und den Ängsten der Frau zu stellen. Und mehr will ich eigentlich gar nicht zur Story sagen. Das Ganze steigert sich wirklich in eine Spirale aus Sex und Verzweiflung irgendwann und endet dann eben auch sehr, sehr blutig. Und ja, der Film ist in einige Kapitel unterteilt. Ja, Trauer, Schmerz und Verzweiflung. Ja, diese verschiedenen Phasen der Trauer werden auch von Tieren dargestellt, metaphorisch in diesem Film, ja, von einem Reh, von einem Fuchs und von einem Raben, welche eben auch in dementsprechenden Kapiteln immer etabliert werden. Und das fand ich wirklich schon von den Metaphern her sehr gut gelöst und umgesetzt. Sehr interessant vor allem auch, wenn man da ein bisschen tiefer in die Materie reingeht, dann wird man da noch mehr Anhaltspunkte finden. Und ja, Antichrist in dem Titel hier ist das weibliche Symbol zu sehen. Darauf schließen eben viele, dass es ein frauenfeindlicher Film ist, dass der Regisseur frauenfeindlich ist, ja, was natürlich wie immer recht weit hergeholt ist, ja, also man kann es natürlich nicht wirklich sagen, da man eben den Regisseur nicht wirklich kennt, ja, man kann nicht in den Regisseur reinschauen, man kann seine wirklichen Intentionen hinter dem Ganzen nicht wirklich herausnehmen, ja, also man kann es halt nicht nachvollziehen. Ich persönlich finde, dass hier die Frau eigentlich sogar recht positiv wegkommt. Ja, Antichrist soll sozusagen, also das weibliche Symbol soll die Rebellion der Frau in Bezug auf das Christentum vielleicht etwas herausarbeiten. Ja, dass die Frau sich eben ihrer wahren Natur stellen kann. Ja, und dass es eben die Frau hier in dem Film macht, ja, sich ihrer wahren Natur stellen. Der Film hat, wie gesagt, eine unglaublich bedrückende, depressive, hoffnungslose und auch eben nihilistische Atmosphäre. Und
ja, es ist unbeschreiblich, ja. Also die Sinnlosigkeit, die einem hier vermittelt wird über die Existenz und auch allgemein über das Leben, und das ist so mannigfaltig. Ich kann es gar nicht beschreiben. Man muss das Ganze eben selber gesehen haben, ja. Puh, also ja, ich laber jetzt hier schon wieder viel zu lange, aber seht euch den Film einfach an. Für mich ist es das Opus Magnum des Regisseurs, und ja, hier auf der Bonus-DVD sind auch wirklich sehr, sehr tolle Sachen noch beinhaltet. Interview mit Lars von Trier, mit dem Effektdesigner, mit dem Mann, der eben für die Optik des Films zuständig war und so weiter. Also wirklich, wirklich sehr, sehr cool. Ja. Mein Lieblingsfilm, Antichrist, ein Meisterwerk. So, dann kommen wir als nächstes zu einem ebenfalls sehr, sehr runterziehenden Film. Ja, es reißt nicht ab, Leute. Und zwar ist es Vaz de Noz oder auch One Man and His Pig aus dem Jahre 1974 von Regisseur Tiro Zinho aus Belgien. Ja, was für ein Film. Der Film ist hier veröffentlicht worden von Camera Obscura in einer wunderschönen Veröffentlichung, welche ich euch dann noch gleich präsentieren will. Der Film war auch lange Zeit nur im Internet als ganz schlechte Kopie zu sehen, ja, auf diversen Seiten, und seit einiger Zeit ist diese Veröffentlichung jetzt hier zu erstehen, und es ist wirklich sehr viel Liebe hier in diese Edition mit eingeflossen, muss man gleich zu Beginn sagen. Ja. Der Film ist auch unter den anderen Titeln bekannt, Der Hochzeitstrog oder auch, ja, plakativ The Pig Fucking Movie, manche sagen auch Schweineficker-Film zu ihm, ja, was ich sehr, sehr respektlos diesem Werk gegenüber finde, denn es ist alles andere als reine Exploitation. Er hat zwar schon einige provokante Szenen zu bieten und allgemein ist die Thematik auch recht grenzwertig, aber es ist trotzdem ein sehr gefühlvoller Film. Ja, auch wenn das Ganze jetzt hier sehr makaber klingen mag, ja. Der Film hat keine Dialoge, er ist in Schwarz-Weiß, er spielt an einem unbekannten Ort zu einer unbekannten Zeit, hat nur einen Darsteller, ja. Das sind schon mal ja, Grundausgangspunkte, mit denen man zurechtkommen muss, bevor man sich dieses Werk hier zu Gemüte führen will. Ja, man sieht halt einen einsamen Bauern auf einem, ja, abgelegenen Hof. Das ist halt das Setting des Films. Also man kann das Ganze hier eben als den Handlungsort betiteln. Ja. Und dieser einsame Farmer versucht eben irgendwie aus seiner Einsamkeit zu flüchten mit diversen Ritualen, die fast schon ins Alchemistische gehen. Ja, also er sammelt Sachen in Einmachgläsern, er hat Sex mit seinem Schwein, und ja, aus diesem Paarungsakt entstehen auch kleine Ferkel, ja, was biologisch schon mal nicht sehr realistisch ist, aber darum geht es hier nicht. Er versucht auch die Ferkel dann irgendwie zu indoktrinieren und ihnen menschliches Verhalten anzueignen, was nicht funktioniert. Und ja, mehr will ich jetzt eigentlich gar nicht zur Story sagen. Also es ist halt wirklich schon ein sehr experimentelles Drama, kann man sagen. Es ist auf jeden Fall ein Drama, wenn man es genremäßig irgendwo einordnen will, aber sehr, sehr unkonventionell. Sehr, sehr unkonventionell. Allein von der musikalischen Untermalung her, also man hört diverse gregorianische Chöre, ja, Monteverdi und so weiter, oder auch so ganz verrückte Synthesizer-Klänge kann man vernehmen stellenweise. Also es schafft schon eine sehr verstörende Stimmung, das Ganze, ja. Das Ende, also falls manche nicht gespoilert werden wollen, die sollen jetzt hier weghören, das Ende ist halt schon wirklich, wirklich krass. Also da eskaliert eben die ganze Situation, die ganze Einsamkeit. Also ich will nicht auf die ganzen Geschehnisse vorher eingehen, aber der einsame Bauer dreht halt dann völlig durch und verspeist seine eigenen Exkremente und ja, kotzt dann auch aufgrund dessen natürlich, und dann begeht er irgendwann letztendlich Selbstmord. Ja. Ja, es ist schon ein sehr, sehr deprimierender Film. Ich zeige euch noch kurz die Edition.
auch ein wunderschönes Innenartwork, wie ich finde, sehr passend zur Stimmung des Films. Wir haben hier zwei Discs mit haufenweise Bonusmaterial, muss man dazu sagen. Und hier haben wir ja ein Booklet mit ja, einigen Gedanken von Olaf Möller und von Markus Stiegelegger zu dem Film. Ja, sehr interessant zu lesen und ja, sollte man sich definitiv durchlesen. Ja, Vaz de Noz, One Man and His Pig. Krasser Film, krasse Thematik. Ja, also Zoophilie etc. Koprophagie. Damit muss man schon zurechtkommen hier. Ja. Aber schaut auf jeden Fall mal rein. Für mich ist es ein absolutes Meisterwerk. Es ist für mich ein 10 von 10 Kandidat auch. Ja. Ich habe auch eine noch ausführlichere Kritik gemacht. Müsst ihr mal in meiner Videoplaylist schauen. Ist schon ein bisschen älter. Aber das Video lege ich euch auf jeden Fall auch noch ans Herz. So Leute, und als letztes stelle ich euch für heute noch zwei Filme auf einmal vor. Nämlich ja Nekromantik 1 und Nekromantik 2, die Rückkehr der liebenden Toten. Ja. Nekromantik 1 ist 1987 erschienen und Nekromantik 2 folgte 1991. Ja, Jörg Buttgereit musste immer wieder mit Zensuren kämpfen und diese Filme wurden wirklich sehr oft Opfer von Verboten und so weiter, da sie eben wieder Thematiken beinhalten, die nicht sehr gesellschaftskonform sind. Ja. Es geht nämlich um Nekrophilie, ja, die Liebe zu Toten. Und ich muss sagen, das Ganze ist zwar relativ exploitiv entstanden, es ist auch ein Amateurfilm, beziehungsweise Amateurfilme. Allerdings bricht der Film auch immer wieder mit seiner wirklich teilweise sehr amateurhaften Inszenierung und schafft es eben wirklich, eine sonderbare, makabre Ästhetik aufzubauen, welches aufgrund eben der musikalischen Untermalung auch sehr, sehr gut wirkt. Ja, es ist wirklich ein sehr respektvoller Film dieser Neigung gegenüber, sage ich jetzt mal. Ja, also das wird von vielen natürlich verteufelt, allerdings gibt es eben Menschen mit solchen Veranlagungen und dieser Film verurteilt diese Leute nicht, ja, was ich gut fand. Ja, also es ist natürlich nicht korrekt, wenn Leute sowas machen, aber diesen Leuten muss halt dann geholfen werden. Aber man sollte sie nicht als das Böse verteufeln oder was auch immer. Ja. Diese Veröffentlichungen hier sind wirklich sehr, sehr gut gelungen, ja, mit diversen Fotos hier, ja, beziehungsweise mit diversen Artworks hier, welche auch ein bisschen Humor rüberbringen. Und ja, hier ist noch der Soundtrack dabei. Die Disc ist auch wunderbar gestaltet. Hier haben wir im Inlay sogar noch die Tracklist von der Soundtrack-CD. Das Booklet ist auch wirklich sehr schön gestaltet mit diversen ja, Zeitungsausschnitten sogar aus der damaligen Zeit. Und ja, wirklich nur eine sehr, sehr liebevolle Veröffentlichung und wunderbar. Hier haben wir ein Bild von Jörg Buttgereit in seinem Element, ja. Genau, das war Nekromantik 1. Nekromantik 2 finde ich persönlich sogar noch einen kleinen Tick besser. Hier auch wieder ein wunderschönes ästhetisches Bild. Hier ist auch wieder der Soundtrack dabei, ja. Und hier hat man sich sogar die Mühe gemacht und hat ein kleines Comic integriert, ja. Ja, wirklich toll gestaltet und ich weiß jetzt gar nicht, ob das extra für das Mediabook jetzt hier designt wurde. Das Ganze und das Comic entworfen wurde extra hier für diese Veröffentlichung. Aber auf jeden Fall eine wunderbare, liebevolle Veröffentlichung, welche auch nur noch sehr hochpreisig zu bekommen ist. Ja. Wie gesagt, man sieht den Sex hier mit den Toten wirklich sehr, sehr ausführlich, allerdings teilweise in Zeitlupe und
wie vorher auch schon kurz angerissen, mit einem tollen Soundtrack unterlegt, mit Klavierklängen, was eben auch so eine bisschen melancholische Note mit reinbringt. Ja, also es ist ganz schwer zu beschreiben. Ja, also diese Filme schwanken wirklich zwischen Amateur-Schwachsinn und anspruchsvollem Arthouse. Ja, ist wirklich ganz schwer zu beschreiben. Diverse kontroverse Höhepunkte sind natürlich hier bei Teil 1 eine Hasenschlachtung, ja, also welche auch wirklich echt ist. Allerdings, wenn man Jörg Buttgereit glauben will, hat er sie nur bei einem Schlachthof selbst mitgefilmt. Also das wäre so und so passiert. Ja, kann man jetzt drüber diskutieren, ja. Es kommt dann noch eine Szene vor, in der ein Mann sich ein Messer in den Bauch rammt, sich selbst tötet und dabei ejakuliert. Ja, im zweiten Teil hat eine Frau auch wieder mit diversen Leichen Sex, und eine ikonische Szene ist ganz zum Schluss, wo sie eben einem lebendigen Mann während des Sexes den Kopf abschneidet, ja, was auch sehr, sehr grafisch und sehr, sehr gut umgesetzt wurde hier. Es ist auch ein Making-of dabei, wo man ausführlich sieht, wie das Ganze vonstatten gegangen ist, von der Effektabteilung her. Und ja, also es ist schon, also vor allem der zweite Teil hat mich sehr mitgenommen, muss ich sagen. Also ich finde beide eigentlich gleich gut. Ja. Aber es ist schon auch wieder so... Es sind schon auch wieder so Filme, wo man Bock drauf haben muss, ja, Nekromantik. Ja, Nekrophilie wird hier sehr ausführlich behandelt. Gut, Leute, das war's soweit zu Part 4, ja. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Lasst mir einen Daumen nach oben da, lasst mir einen Kommentar da. Ich versuche alles zu beantworten, manchmal dauert es ein bisschen. Ich antworte aber eigentlich im Regelfall immer recht schnell. Ja. Genau, dann bis zum nächsten Mal. Euer Silentium 141. Macht's gut. Ciao.